Knapp 20 Kilometer nördlich von Cavoeiro liegt Silvish. Silvish ist die älteste Stadt der Algarve. Schon im 4. Jahrhundert vor Christus lebten hier Menschen. Lange Zeit war sie Hauptstadt der Algarve. Im 12. Jahrhundert lebten hier schon 20.000 Menschen, heute gerade mal die Hälfte. Die riesige Burg aus rotem Sandstein dominiert den Ort. Silvish war 10-mal bedeutender, größer und reicher als Lissabon. Dass hier mal einer der bedeutendsten Häfen der Algarve gewesen sein soll, können wir uns kaum vorstellen. Aber der Rio Arade versandete mit der Zeit und Silvish büßte seinen Rang als Handelsplatz ein und trat ihn an Portimão an der Mündung des Flusses ab. Wo zu Zeiten der Mauren eine Moschee stand, wurde nach der Eroberung durch die Portugiesen aus deren Ruine eine Kirche gebaut. Es macht uns Spaß, durch die Straßen zu schlendern. Die ganze Stadt ist ein einziges großes Geschichtsbuch. Die alten Gebäude sind teuer im Unterhalt und schwer zu vermieten. Aber ein Haus nach dem anderen wird restauriert und sieht dann wieder so aus. Silvish ist bekannt für eine weitere algarvianische Spezialität: Frango Piri Piri. Flachgeklopfter Flattermann, mariniert in scharfer Paprikasauce.